Moin, werte Zuschauer! Ich möchte euch in diesem Video die schnellste Speicherkarte der Welt vorstellen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt ziemlich angeberisch, aber ich persönlich habe jetzt nichts Schnelleres gefunden als die SanDisk Extreme Pro. Naja, zumindest laut ich meine Chip.de, wo ich einen Test mal dazu gesehen habe. Diese Speicherkarte habe ich euch ja schon kurz gezeigt gehabt, als ich euch meinen neuen Lenovo ThinkPad 1120 vorgestellt hatte. Ja, und ich möchte mal gucken, was diese Speicherkarte hier für einen Datendurchsatz erzielt und so weiter. Ja, und dieses Exemplar hier hat so viel gekostet wie eine normale 64 GB Speicherkarte. Ja, also irgendwas um die 23 Euro habe ich in Erinnerung. Dafür ist das aber auch eine sehr, sehr flotte Speicherkarte. Und die habe ich mir für meinen Raspberry Pi gekauft. Das ist ein Raspberry Pi 2. Da ich festgestellt habe, dass eine deutlich flottere Speicherkarte Wunder bewirken kann. Es war nämlich so, dass ich für meine Raspberry Pis, naja, so einfache Class 10 Speicherkarten genommen habe. Und da war das Betriebssystem dann doch sehr träge mit. Und als ich dann die 64 GB Samsung Evo Plus aus dieser Videokamera, mit der ich gerade filme, genommen habe und in einen Raspberry Pi 2 gesteckt habe und dort, ich komme gerade nicht auf den Namen des Betriebssystems, ist ja auch egal, eine angepasste Linux-Version eben installiert habe, da habe ich festgestellt, dass es doch deutlich schneller läuft. Deshalb habe ich jetzt diese SanDisk Extreme Pro gekauft. Mit, naja, 32 GB eben. Ich glaube, das ist schon die kleinste Version, die es da gibt. Wie gesagt, zum Preis einer günstigen 64 GB Speicherkarte. Ja, das ist natürlich der Nachteil, aber die soll bis zu 100 MB im Schreiben, im Lesen schaffen. Mal gucken, ne? Das hört sich doch gut an. Und 90 MB im Schreiben. Wohlgemerkt. Gut, ich würde mal sagen, ich schneide die jetzt erstmal auf. Da, wo hier die Linie eingezeichnet ist. So. Ah, schön. So, gut, das war es auch schon, was sich hier drin befindet. Die kleine MicroSD-Speicherkarte mit einem SD-Adapter. So, wie geht das Ganze denn auf? Na, klasse. Wahrscheinlich hier so durchschneiden, oder? Hm. Ah ja, jetzt. Gut. Oder auch nicht. Das ist so eine Scheißverpackung hier. Oh Mann. Die riecht mich gerade so auf. So, da ist der Adapter und hier ist die eigentliche Speicherkarte drin. So. Scheiß Verpackung. Also, die sollte man verbieten. So, da ist die Speicherkarte. Zack. Gut, halte ich die Speicherkarte nochmal so in die Kamera. Also, da ist sie. Eine SanDisk Extreme Pro V30 mit 32 GB. Na, und hier ist der einfache MicroSD zu Standard SD Adapter.
Na, ein ganz einfaches Ding. Gut. Der Raspberry Pi 2 benötigt aber eine Micro-SD-Speicherkarte, sonst hätte ich eine Standard-SD genommen. Davon habe ich auch noch ein paar. Mit 4, 8 und 16 GB. Ja, aber der braucht eine Micro-SD-Karte, deshalb. Gut. Ja, dann weiß ich nicht, ob ich die Speicherkarte nun erfolgreich auf ihre Geschwindigkeit testen kann. Weil ich habe zwar Speicherkartenlesegeräte da mit USB 3.0 Anschluss. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass keines davon wirklich mit USB 3.0 angebunden ist. Ich habe mir mal eines für meinen Ryzen PC gekauft von, ich meine, Intertech für so 10 Euro. Naja, das hat wirklich einen USB 3.0 Anschluss intern, dieses Speicherkartenlesegerät. Allerdings wird diese Kartenleseeinheit, der Cartreader an sich, der wird nur über USB 2.0 angebunden. Dann hat dieses Kartenlesegerät im 3,5 Zoll Format auch noch eine externe USB-Buchse, die dann per 3.0 angebunden ist. Beziehungsweise USB 3.0 Geschwindigkeit unterstützt. Und dann habe ich aber auch noch so einen externen Speicher. Kartenadapter. So ein Card wieder ein extern. Den habe ich mir mal aus China bestellt, aber ich weiß nicht. Ich zeige euch den nochmal. Ich habe den hier gerade da. Also so sieht er aus von Alreli. Die Anleitung war schon unter aller Kanone. Also das war eine Rechtschreibung, das sage ich euch. Also das war wirklich nicht gut. Aber hier auch mit USB 3.0 Anschluss. Ne? Aber ich weiß nicht, also USB 3.0 Tempo konnte ich hiermit auch noch nicht so wirklich sehen. Und hier steht auch USB 3.0 Card wieder drauf. Aber der Raspberry Pi, der profitiert davon. Ja, jetzt frage ich mich, wie sieht das aus mit meinem Lenovo ThinkPad 1120? Der hat ja auch so ein Speicherkartenlesegerät. Ob das auch per USB 2.0 oder 3.0 angebunden ist? Oder PCI Express? Ja, muss ich mal schauen, wie ich das mache, dass ich euch zu dieser Speicherkarte noch Benchmarks zeigen kann. Also mich interessiert es ja auch selbst, wie schnell die Speicherkarte ist. Aber ja, mit meinen Mitteln hier weiß ich nicht. Muss ich gucken. Aber die ist ja explizit hier für den Raspberry Pi, der ja davon auch enorm profitieren kann. Ich habe dann Gott sei Dank doch noch was finden können, mit dem ich die SanDisk Extreme Pro auf ihre Geschwindigkeit hin untersuchen konnte. Und zwar ist es der Cardreader in meinem Lenovo ThinkPad 1120. Der wird intern per PCI Express angebunden. Wahrscheinlich nur eine Lane und mit dem PCI Express 2.0 Standard. Das erlaubt dann maximal 500 MB pro Sekunde. Theoretisch. So, jetzt schauen wir uns mal die Geschwindigkeiten hier an mit der Speicherkarte, die ich mit dem Tool AutoDisk Benchmark ermittelt habe. Und hier muss ich sagen, enttäuscht die Speicherkarte etwas. Es kann aber auch genauso gut sein, dass mit dem Controller-Chip des Cardreaders in meinem Laptop etwas nicht stimmt. Dass der dann entsprechend einen Flaschenhals darstellt. Jedenfalls ist es doch etwas enttäuschend, die 100 MB im Lesen werden nicht erreicht. Es werden aber immerhin 93 MB im Lesen erreicht, also immer pro Sekunde natürlich. Im Schreiben hingegen werden nur 60 MB statt 80 MB pro Sekunde erreicht. Schwenken wir dann mal auf das Tool RS-SSD, das eigentlich für SSDs gedacht ist, aber das kann natürlich auch alles andere messen. Und hier werden die recht geringen Schreib- und Leseraten bestätigt. AS-SSD ermittelt im Lesen 88 MB pro Sekunde und im Schreiben 59 MB pro Sekunde. Die Zugriffszeit im Lesen, also die durchschnittliche Zugriffszeit im Lesen, die liegt bei guten 0,5 Millisekunden. Im Schreiben jedoch bei erschreckend hohen 2,7 Millisekunden. Da habe ich an für sich mehr erhofft, aber ist trotzdem noch besser als eine normale Magnetfestplatte.
Und meinem Raspberry Pi dürfte es eher weniger jucken, weil die meiste Zeit ja eh gelesen wird, vor allem auch beim Startvorgang. Da kommt es eben auf eine geringe Zugriffszeit beim Lesen drauf an. Aber wenn natürlich ein paar Sachen geschrieben werden, ja, kann es natürlich schon wieder ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, wenn Programme und so weiter geöffnet werden, da kommt es halt auf einen hohen Lesedurchsatz drauf an. Aber man schreibt ja auch ab und zu mal ein paar Dateien. So ist es ja nicht. Das soll es ja nicht heißen. Okay, bis dahin.